Moin, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Thema. In der Vergangenheit hatte ich schon mal versprochen, Videos zu produzieren in Sachen Antennen für den Spektrumanalysator. Das hier ist jetzt Teil 1. Antennen für den Spektrumanalysator ist ein sehr komplexes Feld, denn es gibt sehr viele verschiedene Antennenarten. Ich möchte in diesem ersten Video jetzt einmal die Einsteiger ansprechen. Ich selbst als Funkamateur beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Antennen und habe von daher schon ein gewisses Wissen, das ich allerdings niemals in einem einzigen Video jetzt hier präsentieren könnte. Deswegen fange ich einfach mal mit Basics an, die auch ein Neueinsteiger verstehen würde. Grundsätzlich gilt, jeder Draht ist eine Antenne. Man könnte rein theoretisch auch einen Baum zu einer Antenne machen. Vielleicht folgt das noch, aber das ist nicht das Thema für heute. Jeder Draht ist eine Antenne. Wenn die Antenne eine gewisse Länge hat, zum Beispiel Lambda Viertel, dann ist sie resonant auf die meisten Gerätschaften, wie zum Beispiel dem Spektrumanalysator, der einen Widerstand von 50 Ohm besitzt. Ich habe zu diesem Zweck einmal hier eine kleine App vorbereitet. Die ist kostenlos. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch. Mit dieser App kann man berechnen, für welche Frequenz man welche Drahtlänge braucht. Diese App kann auch beispielsweise verschiedene Antennentypen berechnen. Die App gibt es auf jeden Fall im Play Market für jeden kostenlos. Ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel. Ich sage dir mal Viertelwelle. Was ist eine Viertelwelle? Wenn wir einen Apfel in 4 Teile schneiden, dann ist eine Viertelwelle ein Teil von den 4. Rechnen wir das mal um. Das Amateurfunkband 28 MHz hat eine Wellenlänge von 10 Meter. Wenn du jetzt einen Draht von 2,50 Meter zuzüglich Verkürzungsfaktor dir baust, dann hast du im Grunde genommen eine Viertelwellenantenne für 10 Meter. So einfach kann das sein. Ein Spektrumanalysator hat ja auch einen Anschluss, ne? Und hier habe ich euch mal verschiedene Adapterarten mitgebracht. Die werdet ihr schon gesehen haben. Das ist hier BNC auf SMA. Und gerade die kleinen Spektrumanalysatoren wie TinySA und ähnliches, die haben diesen Anschluss. Während die größeren und professionelleren Geräte schon eher eine N-Buchse haben. N auf BNC, N auf, früher sagten wir PL dazu. Hier könntest du deinen Draht reinstecken und deine ersten Gehversuche machen. Wie gesagt, ich möchte das Video nicht zu kompliziert und gestalten, auf der anderen Seite auch meine Zeiten einhalten. Aber was gibt es denn jetzt Wichtiges in Sachen Antennen zu beachten? Die eine Sache ist, ist es eine Rundstrahlantenne oder eine gerichtete? Das können wir uns jetzt mal folgendermaßen vorstellen. Wir nehmen eine Glühbirne, wie wir sie kannten, 40 Watt, und stecken die in die Dose. Und diese Glühbirne strahlt ihr Licht in jede Richtung aus. Rundstrahl. Würde ich auf der anderen Seite einen Reflektor nehmen, in diesem Fall einen Spiegel, dann könnte ich das Licht in eine bestimmte Richtung fokussieren.
Sehen wir da mal die Taschenlampe. Das ist ein erster Aspekt. Rundstrahl ist beispielsweise das, was ihr hier auf dem Tisch seht. Eine Yagi-Antenne, ein Parabolspiegel oder andere Antennenformen mit Gewinn haben eine gewisse gerichtete Charakteristik. Die zweite Sache ist, möchte ich eine Breitband, eine Monoband oder eine Antenne haben für verschiedene Frequenzbänder. Das bedeutet folgendermaßen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Spektrumanalysator Frequenzen von, sagen wir, 100 bis 1 GHz abscannen möchte, dann brauche ich eine Breitbandantenne, weil diese Antenne möglichst viele Frequenzen aufnehmen soll. Wenn ich jetzt beispielsweise mit einer Yagi-Antenne, das ist eine gerichtete Antenne, die habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gesehen auf Hausdächern, wenn ich die zum Beispiel für den WLAN-Bereich nutzen möchte, dann ist die gerichtet und hat dementsprechend einen Gewinn in eine Richtung. Das ist die Taschenlampe. Oder ich möchte halt eine Breitbandantenne haben, die aber auf bestimmte Frequenzbänder geeicht ist. Sagen wir geeicht dazu. Das ist so die Grundform, die ich jetzt einfach mal mitgeben wollte. Kommen wir mal zu den Antennen auf dem Tisch. Diese Antenne beispielsweise ist für den 2 Meter und 70 Zentimeter Bereich. Diese Antenne ist für den CB-Funkbereich. 27 MHz ist eine Wellenlänge von 11 Metern. Dennoch sind die fast gleich lang. Und das liegt daran, weil man einen Viertelwellendraht natürlich auch zu einer Spule oder ähnlichen umwickeln kann. Das heißt, diese Antenne hat wahrscheinlich Viertelwelle, aber der Draht ist hier aufgewickelt oder beziehungsweise als ähnlich einer Spule. Und hier ist es nicht viel anders, das wird auch Viertelwelle sein, nur dass man hier wahrscheinlich die Viertelwelle bei 2 Meter nimmt und dies resonant auf 70 Zentimeter. Zum Rumspielen ja, ganz nett, sage ich ganz ehrlich. Schön. Diese Antenne zum Beispiel, diese Gummiwendelantenne, hier kann ich sogar mal das abmachen. Dann sieht man nämlich, was ich meinte. Ist auch für 2 Meter und 70 Zentimeter und sieht dann innen so aus. Kann man das eigentlich sehen? Ja, ne? Gleichzeitig wird diese Antenne auch als Scanner-Antenne beworben. Naja. Ich sehe unter einer Scanner-Antenne noch was anderes, aber dazu kommen wir. Hier haben wir ein WLAN-Modul, ne? Wifi N mit einer Monoband-Antenne für 2,4 GHz. Hier zum Beispiel, das kennt der eine oder andere, zum Tiny SA, die Teleskopantenne. Und die hat nun mal den Vorteil, gemäß der Wellenlänge kann man sie länger oder kürzer machen. Beispielsweise für 433,91 MHz weiß ich, mache ich die ungefähr so lang. Für noch höhere Frequenzen so lang, wobei der Gigahertz-Bereich noch kürzere Antennen benötigt. Das ist auch eine Antenne, die war mit dem Spektrumanalysator, dem RF Explorer Pro, mit dabei. Sie soll ja wohl auch recht breitbandig sein, aber ich erkenne das Ding eher als eine WLAN-Antenne. Bei jener hier, sage ich mal, habe ich noch nicht reingeschaut. Sie soll ja bis 6 GHz funktionieren.
Aber eigentlich müsste sie dann eine Logarithmik-Periodik-Antenne sein. Ich habe es noch nicht aufgemacht, aber es sind trotzdem Spielereien. Klar, bei kleinen Geräten wünscht man sich das dann auch so. Diese Antenne ist auch wieder, ich glaube, 2,4 Gigahertz. Diese Antenne ist beispielsweise von der Albrecht AE72H von dem Scanner. Die habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber die ist tatsächlich das, was ich schon meinte, für verschiedene Frequenzbänder geeignet und resonant. Dann kommen wir zu einer weiteren Antenne, hier ebenfalls Teleskop. Ja, ich glaube, so weit könnt ihr gar nicht gucken, aber das ist eigentlich in meinen Augen eine Antenne, so wie die andere, mit der man schon arbeiten kann. Allerdings nicht in hohen Frequenzen, weil dafür ist die Grundlänge schon viel zu lang. Gut, dann kommen wir, ich muss mal sehen, wie ich das jetzt hier organisiere, indem ich einfach ein bisschen höher gehe. So, kommen wir zu einer Diskone-Antenne. Die Diskone-Antenne ist eine Breitbandantenne. Hat sich das Bild verschoben? Also diese hier. Ja. Die gibt es auch in verschiedenen Formaten. Der Ursprung war ein Kegel und auf dem Kegel eine Dachkapazität. Das macht bei der Antenne dann die Breitbandigkeit aus. Hier sind im Gegenzug allerdings noch Strahler verschiedener Längen und die dienen in meinen Augen ja, der Sendefähigkeit, weil das Ding ist sendefähig auf 2 Meter und 70 Zentimeter. Inwiefern sie jetzt noch andere Frequenzbänder beeinflusst, weiß ich nicht, ne? Der Hersteller gibt, glaube ich, an 25 Megahertz bis 2,5 Gigahertz, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Ich gehe mal wieder ein bisschen tiefer und schaue auf die Uhrzeit, wie schnell die Zeit doch vergeht. 15 Minuten 20. Es gibt auch, das habe ich auch, beispielsweise Verstärkerantennen. Du könntest ja beispielsweise mal deine Fernsehantenne nehmen, deine kleine kompakte Fernsehantenne, wo ein Verstärker mit drin ist. Das funktioniert recht gut. Da habe ich eine von Hamer. Auch die kann ich ja auch mal runterholen, wenn ich das jetzt so einfach schaffe. So, naja, wird schon irgendwie gehen. So, da ist ein Verstärker drin. Und damit kann man auch spielen. Nun gut, das war wirklich Teil 1, der Anfang zu einer Reihe von Antennenvideos. Wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du noch viele weitere Videos in Sachen Spektrumanalysatoren, Antennen, Amateurfunk, Elektroniktests oder sogar Wechselrichter sehen möchtest, dann brauchst du vielleicht ein Abo. Das ist hier kostenlos. Da klickt man auf Abonnieren und wenn man die Glocke klickt, dann wird man noch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video uploade. Und das mache ich ja mittlerweile ja eigentlich täglich. Ja. Ich hatte Kommentare von einem OM, der da meinte, ob ich nur Videos für Einsteiger, für Laien, hatte er sich ausgedrückt, produziere. Ja, und im Augenblick mache ich das mehr oder weniger so, denn mein Ziel ist es, die Geräteart Spektrumanalysator noch publiker zu machen. Ja, sage ich das mal so. Ich fand mit der Markteinführung des Tiny SAs haben
die Preise richtig nach unten gepurzelt. Ja, so ein Ding kriegst du für 50 Euro, den Ultra, glaube ich, für 150. Während ja, andere Spektrumanalysatoren ja dann schon 1000 und noch viel höher sind. Also ich möchte einfach dieses Segment Spektrumanalysator fördern. Das ist mein Ziel. Gut, bis dann erstmal.